Hallo und willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal von Ausgewandert nach Polen. Ja, leider hat sich an der Grenzregion zwischen Polen und Belarus wirklich nicht viel Neues ergeben, obwohl ja die Merkel mit Putin geredet hat, beziehungsweise mit Lukaschenko. Ja, was dabei rausgekommen ist, ja, und wie sich dann die sogenannten Flüchtlinge jetzt hier verhalten, beziehungsweise auf der Seite von Belarus verhalten. Das seht ihr jetzt gleich nach meinem kurzen Intro. Übrigens, unten sind die Quellenangaben von dem Video noch einmal verlinkt. Und weil ihr schon mal da seid, könnt ihr doch einmal abonnieren, das Glöckchen drücken und einen Daumen nach oben lassen. Kommentare wieder erwünscht, aber bitte wieder keine Beleidigung. Nichts davon möchte ich hier lesen. Jeder kann seine Meinung schreiben, aber bitte macht es so, dass YouTube die Kommentare nicht wieder löschen tut, wie beim letzten Video. Also, nach meinem Intro geht es los. Mein Intro kommt in 3, 2, 1 und ab. Ja, hallo, willkommen oder aber auch willkommen zurück hier auf meinem Kanal von Ausgewandert nach Polen. Ja, die Lage zwischen Polen und Belarus, die spitzt sich jetzt dramatisch zu. Ja, ihr werdet das gleich auch im Video sehen. Ganz ehrlich, da ich ja selber Vater von einer Tochter bin, ich möchte mich jetzt nicht in die Lage der Kinder hereinversetzen, besonders der kleinen Kinder. Ja, okay, Frauen und die größeren Kinder, ja, sowie die sogenannten Männer, so mit 14, 15 bis 18, 19 Jahre, werden ja schon als Männer, mutige Männer bezeichnet, wollen ja eigentlich nicht hier unbedingt nach Polen rein, die wollen ja unbedingt, ja, nach Deutschland. Und was wollen Sie in Deutschland? Ja, das Sozialsystem in Deutschland ist ja groß und mächtig. Bekommen ja alles natürlich. Sie bekommen eine Unterkunft. Dafür fliegen natürlich die Deutschen aus ihren eigenen vier Wänden raus. Wenn sie nicht schon von alleine rausfliegen, da die Mietpreise schon gar nicht mehr zu bezahlen sind. Aber das ist eine andere Sache. Die wollen einfach nur durch Polen ganz friedlich, ganz lieb und nett. Gehen Sie von der belarusisch-polnischen Grenze einfach direkt nach Deutschland und dort werden Sie mit offenen Armen empfangen. Ja, jetzt mal eine Frage mal wieder in die Runde hier an die Leute, die hier in Polen leben, besonders die hier in Polen leben und auch aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie wollen einfach nur friedlich durch Polen gehen, bis sie dann endlich in Deutschland sind und wie gesagt mit offenen Armen empfangen werden und bekommen dann alles. Wer glaubt denn die Geschichte, dass die Flüchtlinge, ja, die schockierten Flüchtlinge, die ein Trauma hinter sich haben, ganz friedlich durch Polen spazieren, ohne irgendetwas anderes zu machen? Wir kennen es aus Deutschland seit 2015. Ich will da nicht nochmal drum rumreiten, aber Vergewaltigungen, Morde, Diebstähle, Randale etc. 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 Und die kommen alle aus dieser Region, was da passiert ist. Ja, Iran, Irak, Afghanistan, Syrien, besonders Syrien. Ja, und denen sollen wir glauben, dass sie hier ganz lieb und nett durch Polen marschieren, ohne dass sie irgendwelche Frauen hier in Polen überfallen, vergewaltigen oder ermorden. Gut, das ist mal wieder eine andere Geschichte. Ich will nicht weiter darauf eingehen, nicht dass YouTube wegen der freien Meinungsäußerung das Video sperrt. Ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber die Geschichten aus Deutschland kennt ihr, da möchte ich jetzt nicht weiter drum rumreiten. Deswegen, wie gesagt, dieses Video ist nicht mein Eigentum. Ihr seht es, ja, von wem das Video ist. Das Originalvideo ist auf jeden Fall noch einmal unten verlinkt. So, nach dem Video möchte ich doch gerne mal von euch
gerne in den Kommentaren lesen. Glaubt ihr wirklich, dass diese Flüchtlinge bzw. Randalierer ja wirklich friedlich durch Polen marschieren und wirklich friedlich in Polen leben wollen und wirklich artig arbeiten und Steuern zahlen? Auf eure Meinung bin ich gespannt. Also, und hier kommt das Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Ja, bis zum nächsten Video. Und bis dann sage ich dann tschüss, auf Wiedersehen und du, wir sehen ja.